So, Scott. Grüß dich, Gutschein. Grüß dich. Dich habe ich nicht gemeint. Die Leute hier. Kollege Konasek und ich müssen Ihnen eine sehr arge Nachricht überbringen. Es ist wirklich so hart, dass wir die nächsten Tage und Wochen die Presse dominieren. Nicht, dass wir ablenken müssten von irgendwas anderem, aber das ist wirklich arg. Ja, ich sag's gleich, wie es ist. Es wurde ein russischer Spion wurde enttarnt. Der Geheimdienst hat uns informiert. Wir wissen noch nicht viele Details, aber wir wissen, es geht um einen Pilz. Ja, Pilz, wir haben es immer schon gewusst, Peter Pilz. Woher weißt du die ganzen Informationen über das Bundesheer? Ein Spion war er, ein russischer Spion. Also wirklich so unpatriotisch kann es gar nicht sein. Ja, ist ja unglaublich arg. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass der Peter Pilz so tief fallen kann. Morgen geht der Haftbefehl raus. Und seine Wähler können natürlich gerne auch zu unserer Bewegung überwechseln. Wir sind offen. Das haben Sie sehr gut gesagt. Wir haben es live gestreamt in den sozialen Medien. Sehr gut. Danke. So, wir haben Information. Austria-Spion wurde enttarnt. Wir haben ihn hier vorgeladen. Sofort Spion-Pilz. Was war deine Mission? Warum bist du aufgeflogen? Sag jetzt sofort. Also, da muss ich jetzt erst einmal korrigieren. Ich bin nicht der Spion-Pilz, sondern der Pilz-Spion. So ein Unterschied. Was soll sein? Pilz-Spion? Was ist? Na, ich habe die letzten 20 Jahre eigentlich immer durchgegeben an die Russen, wo die besten Schwammerlsuchgebiete in Österreich sind. Da zum Beispiel her in Waldviertel ist viel. Da in Innstal, im oberen Innstal, haben wir schöne Eierschwammerl gehabt her. Da unten in die Tauern. Was soll das sein? Willst du mich verarschen? Wer soll diesen Auftrag gegeben haben? Na ja, nichts für ungut, aber das waren Sie schon selber. Was? Ja, aus dem Jahr 98 kommt das. Aha, zeig. Da waren Sie ja damals noch der Chef vom Inlandsgeheimdienst und dann Präsidenten Boris Jelzin, wenn Sie sich erinnern an ihn. Ja, da, König. Hat viel getrunken, hat gerne gegessen Pilze. 98 kam nach Austria zu Präsident Glestil. Habt acht. Herr Oberbefehlshaber Glestil, wie lautet der Befehl? Der Befehl lautet, dass Sie mir zunächst einmal bitte zuhören. Der russische Präsident Boris Jelzin ist, wie ihn meine Leute bzw. die russischen Geheimdienstler mir gesagt haben, ein großer Freund meiner selbstgemachten Herrenpilz-Cremesuppe und er möchte Schwammerl suchen gehen mit mir. Jetzt weiß ich leider nicht, wo die besten Pilze sind. Das heißt, der Befehl lautet, Sie suchen mal die Schwammerlsuchgebiete raus, sichern die militärisch ab, bis der russische und der österreichische Präsident Schwammerl suchen gehen. So, sehr gut. Das heißt, er war noch nie da. Jetzt bin ich russischer Präsident. Du hast Befehl nur ausgeführt, bis ich esse und sammle mit Austria-Präsident. Ab nach Austria. Ah. Ja, Präsident Putin kommt zum Schwammerl suchen. Ja, das, wenn da 20 Jahre niemand war, werden das große Wascher sein. Da genügt mein Taschenmesser nicht, da braucht man das schwere Gerät, gell? Mhm. Der Befehl lautet, wie? Schleifen lassen.